la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Bis für eine kämpferische Nacht im März in München beteiligen sich sehr viele Frauengruppen und feministische Organisationen. Und über die Aktivistinnen hinaus mobilisierten viele für diesen Tag. Ihr könnt hier auch viele, viele Schilder sehen von allen möglichen Organisationen. Seit über 111 Jahren kämpfen wir weltweit an diesem Tag für die Gleichstellung aller Geschlechter und bessere Lebensverhältnisse für alle. Dankeschön. Jetzt kommen zwei Beiträge von Frau Kunst Politik. Als erstes reden für uns Veda und Malika und dann haben wir noch einen tänzerischen Beitrag. Liebe Anwesende, auch heute muss mehr denn je gesagt werden. Wie nie zuvor müssen Mädchen und Frauen um ihr Leben fürchten. In Zeiten der digitalen Globalisierung verbreitet sich der Terrorismus gegen Mädchen und Frauen rasant, sowohl in der realen als auch in der virtuellen Welt. Die neuen extremistischen Bewegungen und deren ideologisches Fundament mit vollem Hass richtet sich insbesondere gegen Women of Color. Nicht weiße Frauen und Mädchen sind im Alltag nicht nur mit den unterschiedlichsten sexistischen Gewaltformen konfrontiert, sondern sind in permanenter Gefahr wegen der rassistischen Vernichtungsfantasien. Uns allen muss bewusst sein, Rassismus ist tief in unserer modernen Gesellschaft verankert. Und nochmal, Rassismus ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Das Antirassismusprogramm der alten Bundesregierung ist bisher vor allem nur bedrucktes Papier. Wir fordern deshalb ein bundesweites Sofortprogramm unter aktiver Mitwirkung von Migrantinnenorganisationen auf Augenhöhe für Frauen, die mit selbstbewusster eigener Stimme hörbar und sichtbar gemacht werden. Denn bis jetzt kommen vor allem Women of Color in den öffentlichen Debatten selten bis gar nicht als Subjekte ihrer eigenen Erfahrungen und Geschichte vor. Stattdessen herrscht eine homogene Gruppe. Es besteht also ein dringender und enormer Handlungsbedarf. Darum fordern wir die tarifvertragliche Sicherung von Beschäftigungsverhältnissen, die Anerkennung ausländischer Bildungs- und Berufsabschlüsse, die Aufhebung des Arbeitsverbots für Asylsuchende und Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus, die Öffnung der Deutsch- und Integrationskurse, auch rückwirkend für NachholerInnen. Trotz starkem Einsatz haben Migrantinnen einen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt. Und wenn sie schließlich eine Arbeit gefunden haben, sind sie lange nicht in dem Maße in den betrieblichen Prozess integriert wie ihre deutschen Arbeitskolleginnen. Aber machen wir uns einmal klar, während der Pandemie die Versorgung unserer Gesellschaft ohne uns Frauen denkbar gewesen und noch denkbar und vor allem ohne Migrantinnen, die überproportional in systemrelevanten Berufsgruppen vertreten sind und oft in prekären Verhältnissen leben. Es ist eine Realität. Unser Gemeinwesen wird von denen gesichert, die oft selbst in ungesicherten und schlecht bezahlten Arbeitsverhältnissen leben. Wir fordern neue pädagogische Wege und ein neues Narrativ, damit ausländische Frauen und Frauen mit Fluchtgeschichten
nicht mehr nur in Verbindung gebracht werden mit Prostitution, Menschenhandel oder anderen Opferrollen. Einwanderung wirft doch Fragen auf nach den unterschiedlichen kulturellen Identitäten, nach unterschiedlichen Traditionen und Lebensweisen. Und Einwanderung bedeutet oft auch Konflikte, Spannung. Und das muss mit den Betroffenen und den Akteurinnen auf Augenhöhe offen debattiert werden. Wir Frauen von Frau Kunst Politik, wir wünschen uns deshalb mehr Solidarität. Wenn wir Frauen zusammenhalten, können wir uns stärken und wir sind solidarisch und kämpfen für die gleiche Sache. Und auch wenn die Männer mit für unsere Rechte streiten, können sie sehr davon profitieren. Die Zukunft ist weiblich! Und im Namen von Frau Kunstpolitik kommt jetzt eine Theatergruppe namens Teatro Suspensum Medusa, die archetypische Figur zum ersten Mal feministisch interpretiert. Thank you.
Desaparecen,
señor presidente. Por todas las bombas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Gritamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que recen de fuerte, ¡nos queremos vivas! Todo lo rompo, si algún día el fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que subiste por y esta que te hará pagar las cuentas. ¡Justicia, justicia, justicia! Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, que caiga en con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Tiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Tiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Vielen Dank für diesen wunderschönen Abschluss.